Wir werden das erste Mal nach 1945 wieder in diesem Deutschen Bundestag Nazis sitzen haben. Und ich sage das ganz bewusst und offen. Und ich verbräme das auch nicht, weil das, was diese Leute vertreten, ist Nationalsozialismus, ist faschistisch. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt in den letzten Tagen wirklich darum kämpfen, dass diese Leute hier in diesem Wahlkreis kein Direktmandat mit Gauland erobern. Dafür brauchen wir alle. Wir müssen hier wirklich dafür kämpfen. Es darf keiner zu Hause bleiben. Wir müssen alle zur Wahl gehen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Sie mich wünschen, wählen oder die Kerstin. Aber vor allen Dingen sollten wir Menschen wählen, von denen wir wissen, dass sie an dieser Stelle niemals an ihrer Haltung einen Zweifel lassen werden. Nie wieder Faschismus in Deutschland und in dieser Welt und kein Krieg mehr vom deutschen Boden.